Christus, der da ist Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Lästern griffen und töteten. Sie sprachen aber, thank you.
zu Tische mit den Zwölfen. Und da sie lassen, sprachen, fall ich, sage euch, eine unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und hoben ab ein jeglicher unter ihnen und sagte zu ihnen, das Brot, das
ihr ärgeten, so will ich doch mich nimmer mehr ärgern. Jesus sprach zu ihm, hab ich, ich sage dir, in dieser Nacht, ihr dir habt, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm, und wenn ich mich gesterben müsste, so will ich dich nicht verleugnen. Desgleichen sagten auch alle Jünger. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Schwestern sich versammelt hatten. Etwas aber folgete ihm nach von ferne, bis in den Palast des hohen Priesters, und ging hinein und setzte sich bei die Knechte, auf das er sehr vor es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesu, auf das sie ihn töteten. Und fanden keines. Thank you.
der hohe Priester antwortete und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du seist Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagst, doch sage ich euch, von nun an wird's geschehen, dass ihr sehen werdet des Menschen vor, sitzen zum Rechten die Kraft. Zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Wer nach Gott gelästet, was dürfen wir weiter solches? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört, was dunkelt euch? Sie antworteten und sprachen: Zu verfluchen und zu schwören.
sah Jonas, der ihn verraten hat, dass er versammt war zum Tode, gereuete es ihn und brachte wieder die 30 Silberlinge dem hohen Priester und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Selbiger Hacker, jenes der Blut,
sie kauften von den Kindern Israel und haben sie gegeben um einen tapfer Sache. Als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stund vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Jüdenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest, sprach Pilatus zu ihm: Hättest du nicht, wie hat sie dich verklagen? Und antwortete ihm nicht auf eine Wort. Also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Thank you.
Landpfleger sagt, das hat er dem Übel getan. Thank you.
schrien aber noch mehr und sprachen: Lass ihn Thank you.
Gold, 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 gold
Vorübergingen, lästerten
Schrift gelesen und Ältesten und Sprachen. Thank you.
letzten Stunde meiner Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus und
Da befahl Pilatus, man sollte ihn
wickelte ihn in ein Leinwand und legte ihn in sein eigen Neugrab, welches er hatte lassen in einer Faustholm, und wälzte ihn einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war bald Maria Magdalena und die andere Maria, die setzten sich gegen das Grab. Des anderen Tages, der Folgetag, den Rüstern, kamen die hohen Priester und Pharisäer samtlich zu Pilate und sprachen: Geht hin und verfolgt.